Also ich arbeite mit Armutsprostituierten, die machen den Großteil in der Prostitution aus. Und das findet fast zu 100% statt. Missbrauch der Freier, die Frauen. Wenn man Zwangsprostitution aus der Welt schaffen will, dann muss man Armut beseitigen. Das geht von heute auf morgen aber nicht. Absolut. Da steckt so viel mehr dahinter. Wenn es um Prostitution geht, dann sind sehr viele Menschen direkt bei Zwangsprostitution, bei Menschenhandel und bei Ausbeutung. Dass das alles ein Ende haben muss, das ist natürlich klar. Die Frage ist nur, ob ein Sexkaufverbot die richtige Lösung dafür ist. Meine heutigen Gäste, die sind sich da auf gar keinen Fall einig. Die einen sagen, Sex gegen Geld kann so gut wie nie freiwillig sein und gehört deswegen verboten. Die anderen sagen, ein Verbot führt zu noch mehr Kriminalität und zu weniger Selbstbestimmung. Es wird definitiv keine einfache Diskussion heute. Ich freue mich aber sehr, sehr doll darauf und stelle wie immer die erste Frage von 13 Fragen an euch. Sollte Sex gegen Geld erlaubt sein? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir machen jetzt erstmal eine Positionierungsrunde, weil wir wissen ja noch gar nicht, auf welcher Seite des Feldes ihr steht. Deswegen habe ich jetzt 3 Fragen für euch. Und wenn ihr meinen Fragen zustimmt, dann geht ihr jetzt gleich einen Schritt ins gelbe Kästchen. Wenn ihr meinen Fragen nicht zustimmt, dann geht ihr einen Schritt ins grüne Kästchen. Genau, dann fange ich an. 2. Frage von 13 Fragen. Verschlimmert ein Sexkaufverbot die Situation aller Sexarbeitenden? Ja oder nein? Wenn ihr sagt ja, dann gelb. Wenn ihr sagt nein, dann grün. Meiner Meinung nach brauchen wir das Sexkaufverbot. Denn die freiwillige, selbstbestimmte Prostitution ist die absolute Ausnahme. Ich bin ganz klar gegen ein Sexkaufverbot. Ich war selber Prostituierte über 3 Jahre und 5 Jahre habe ich in der Erotikbranche gearbeitet, habe gut sowie schlecht mitbekommen und bin der Meinung, dass man sich erstmal alle Facetten von diesem Beruf anschauen sollte. Denn Berührung ist ein Grundbedürfnis. Sollte jeder oder jede selbst entscheiden dürfen, ob er oder sie Sex gegen Geld anbieten oder in Anspruch nehmen darf? Ja oder nein? Ein Sexkaufverbot in der Hinsicht finde ich moralistisch und paternalistisch und ich finde, dass der Staat sich da nicht einzumischen hat. Ich denke, eine Gesellschaft kann niemals vollkommen gleichberechtigt sein, solange es normal ist, Frauenkörper kaufen zu können. Deswegen denke ich, dass das Sexkaufverbot ein feministischer Akt ist, um patriarchale Machtstrukturen aufzubrechen. Das waren so halbe Schritte, okay. Ein Sexkaufverbot wäre ein Schlag ins Gesicht aller selbstbestimmten, freiwilligen Sexarbeitenden. Ja oder nein? Ein Sexkaufverbot wäre kein Schlag ins Gesicht aller freiwillig und selbstbestimmten Sexarbeiterinnen, weil es davon ganz, ganz wenige nur gibt. Und das Recht dieser ganz, ganz wenigen rechtfertigt nicht das unfassbare Leid der vielen, vielen anderen. Ein Sexkaufverbot wäre insofern ein Schlag ins Gesicht aller Sexarbeitenden, da es am Ende des Tages dann doch wieder zu einer Tabuisierung von Sexarbeit führt und vor allem auch auf die Sexualität der Frau abzielt. Diese zu kontrollieren war immer schon eine Aufgabe und ein Wunsch des Patriarchats und ich bin grundsätzlich dagegen. Damit sind eure Positionen klar. Mich würde natürlich interessieren, auf welcher Seite des Feldes würdet ihr stehen? Schreibt es mir in die Kommentare. Und damit kommen wir zur nächsten Runde. Das ist eine Runde, in der ich schon mal ein bisschen versuche, eure Positionen, die sich jetzt so herauskristallisiert haben, zu hinterfragen. Und mal gucken, ob mir das gelingt. Ich fange mit euch an. 5. Frage von 13 Fragen. Ein Sexkaufverbot, das soll ja Zwangsprostitution verhindern, indem die Freier bestraft werden, also die Kunden und Kundinnen der Sexarbeitenden. Und die Sexarbeitenden selbst werden entkriminalisiert. Müsst ihr zugestehen, dass Menschen, die in der Zwangsprostitution landen, dann nicht eigentlich von diesem Gesetz profitieren würden? Was sagt ihr? Wenn ihr mir zustimmt, dann könnt ihr jetzt einen Schritt auf mich zukommen. Und wenn nicht, dann bleibt ihr stehen oder geht einen Schritt zurück. Du hast dich so ein bisschen bewegt? War das ein Schritt oder war es? So ein halber Schritt. Okay, warum? Weil ich denke, für die Seite, die gezwungen wird, ist es auf jeden Fall vielleicht ein guter Schritt. Mhm. Aber es gibt ja noch mehr Aspekte, die wir in Betracht ziehen müssen, dass es nicht nur diese Frauen sind, sondern dass es ein breites Spektrum von Menschen ist, die da betroffen sind. Mhm. Und dass nur diese Lösung denen hilft, aber wiederum anderen wiederum schadet. Susi, du wolltest, glaube ich, erst sogar einen Schritt noch zurückgehen. Warum? Ja, ich denke, dass es niemandem hilft. Also das, was heute schon im Dunkelbereich stattfindet, das wird durch ein Sexkaufverbot nicht
ins Licht gedrängt oder mehr aufgedeckt. Also das ist ein Trugschluss. Also ihr merkt, die Seite hier ist überwiegend sehr stark gegen das Sexkaufverbot. Jetzt bin ich bei euch. Da Zwangsprostitution und Menschenhandel ja bereits verboten ist, wird mit dem Sexkaufverbot auch die freiwillige und selbstbestimmte Sexarbeit verboten. Müssen wir aufhören, alle Sexarbeitenden zu Opfern zu stigmatisieren? Was sagt ihr? Kommt ihr einen Schritt auf mich zu? Na, Josephine stimmt mir so ein bisschen zu. Wieso? Weil ich finde, man geht von dieser großen Gruppe aus, die gezwungen wird und unter Elend und Armut arbeitet. Aber man darf eben nicht die Minderheit vergessen, die eben aus Freiwilligkeit in der Prostitution ist. Mhm. Leni, das siehst du nicht so? Nee, ich sehe es nicht so, weil wir nicht unterstellen können, dass Zwangsprostitution und Menschenhandel ja heute schon verboten sind und deshalb ein Sexkaufverbot keinen Sinn macht. Ich fordere ja auch kein Sexkaufverbot alleine. Ich fordere ein Sexkaufverbot nach nordischem Modell. Das heißt, ich fordere auch die Entkriminalisierung der Frauen, die Bestrafung der Freier, Ausstiegshilfen und breite Aufklärung in der Gesellschaft. Das ist meine Forderung. Ein Sexkaufverbot alleine fordere ich nicht. Und den Frauen derzeit in der Prostitution wird nicht geholfen. Die kriegen kaum Ausstiegshilfen, weil halt vom Staat gesagt wird, naja, es ist halt eine Arbeit wie jeder andere auch. Warum sollen wir den Frauen dann helfen? Also bist du, um auf eine Frage nochmal zurückzukommen, nicht der Meinung, dass wir alle Sexarbeitenden dann auf eine Art und Weise stigmatisieren und zu Opfern machen? Auch die, die sich freiwillig dafür entscheiden, durch dieses Sexkaufverbot oder durch das nordische Modell? Naja, das nordische Modell erkennt Prostitution als Gewalt gegen Frauen an. Und dafür ist es unerheblich, ob jemand jetzt sagt, er macht das freiwillig oder nicht. Mhm. Genauso wie zum Beispiel die Vereinten Nationen, die haben das schon 1949 festgestellt und in der Konvention festgehalten, dass Prostitution gegen die Menschenwürde verstößt. Und es ist unerheblich, ob jemand jetzt sagt, er macht das freiwillig oder nicht. Also ist Prostitution für dich immer gleich Gewalt? Prostitution ist für mich Gewalt. Damit sind eure Positionen klar und wir gehen in die nächste Runde. Das ist eine persönliche Runde, in der ich jede von euch einmal ansprechen werde und einmal vor allem nach eurer persönlichen Motivation oder auch Geschichte fragen werde, warum ihr auf dem Feld dort steht, wo ihr gerade steht. Ich möchte aber erstmal von euch wissen, welche Vorurteile habt ihr denn gegenüber SexarbeiterInnen? Okay, dann kommen wir zur siebten Frage von 13 Fragen, Orinta. Du hast mit 19 angefangen, Sex gegen Geld anzubieten. Warum? Durch einen Loverboy, einen Mann, der mich manipuliert hat, in die Prostitution gebracht hat. Aber ich wollte es auch freiwillig. Ich wollte ein verrücktes Leben. Ich wollte mich selber entdecken. Ich wollte meinen Körper spüren. Ich wollte wissen, was Sexualität für mich bedeutet, was Sexualität für andere Menschen bedeutet. Ein Schritt, den ich gegangen bin, natürlich mit dem falschen Menschen, der mich benutzt und ausgebeutet hat. Der auch die Möglichkeit dazu hatte, wegen dem System, weil es möglich war, mich auszunutzen und auszubeuten. Ja. Warum hast du dann aufgehört damit? Warum ich aufgehört habe, ist, dass ich tatsächlich Traumata erlebt habe in der Prostitution, weil ich meine eigenen Grenzen nicht kannte. Ich habe mit 10 Männern pro Tag geschlafen. Ich war zu jung. Es gab kein Mindestalter. Und ich hatte zu wenig Lebenserfahrung für diesen Beruf und für meinen Körper. War der Ausstieg denn schwer? Er ist immer noch schwer für mich tatsächlich, weil ich ja auch in der Öffentlichkeit stehe und ich gar nicht so recht weiß, wo mein Weg jetzt hingehen soll, wie ich weitermachen soll. Ich habe Schwierigkeiten, dass mich Leute ernst nehmen. Sie denken, ich bin nur die Prostituierte, ich kriege doch eh nichts hin. Aber was ich wirklich gelernt habe in meinem Leben oder in meinem Beruf oder auch die Menschenkenntnis, die ich mitgenommen habe, die sieht keiner. Bevor wir zu deiner Bewegung hier auf dem Feld kommen, warum, du hast gerade von traumatischen Erfahrungen gesprochen, warum bist du denn trotz dieser Erfahrung gegen das Sexkaufverbot? Würde dir das nordische Modell nicht genau dann helfen? Ich bin gegen Sexkaufverbot, weil ich alle Facetten gesehen habe für mich selber. Natürlich habe ich nicht die Facette von Menschenhandel oder wo Frauen wirklich sehr schlimm leiden gesehen. Aber die Facette, die anderen drei Faktoren, die es für mich gibt. Einmal die Seite, warum Männer sexuelle Dienstleistungen nutzen oder Menschen an sich körperliche Dienstleistungen nutzen. Ja? Denn Nähe ist für mich ein Grundbedürfnis, was manche Menschen so nicht bekommen können. Egal ob Frau oder Mann. Es gibt so viele erotische Berufe, die nicht unbedingt immer mit Penetration zu tun haben. Und es wird einfach gesagt, Tantra, Sexualassistent, Sexual Bodywork, das ist alles eins. Und das
passt für mich nicht, weil da steckt noch viel mehr dahinter. Und wenn man sich das noch nie alles angesehen hat, dann kann man es nicht wirklich verstehen. Man muss mehrere Lösungen dafür finden. Das war Orintas Geschichte. Ihr könnt euch jetzt gerne dazu auf dem Feld positionieren. Du bist schon einen Schritt nach vorne und wieder nach hinten gegangen. An Sie, Josephine, ihr könnt auch gerne auf sie zugehen, wenn ihr zustimmt, oder einen Schritt nach hinten gehen oder stehen bleiben. Ich bin unentschlossen. Du bist unentschlossen. Darf ich eine Frage stellen? Ja, natürlich. Ich bin vorgegangen, als du gesagt hast, dass es damals kein Mindestalter gab. Wärst du für ein Einstiegsalter? Ja, und auf jeden Fall. Und wo wäre das? 21, teilweise sogar ein bisschen höher, weil ich der Meinung bin, dass man für sich selber als Frau auch selbstbewusst sein muss und auch seinen Körper, seine Grenzen kennen. Und ich wusste meine Grenzen früher nicht. Ja, ich dachte, oh, ich weiß alles vom Leben, aber das wusste ich nicht. Meiner Meinung nach hat niemals die Frau die Schuld, wenn sie nicht die Grenzen setzen konnte. Und sie hat nicht die Aufgabe, dem Freier gegenüber zu sagen, nee, hier, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Sondern meiner Meinung nach müssen wir als Gesellschaft da anders dran gehen und wir müssen auf diejenigen gucken, die überhaupt Grenzen überschreiten, also die Frauen sozusagen da etwas mit denen machen und Geld dafür geben und genau wissen, wenn sie das Geld nicht geben würden, würden die Frauen das ja nicht mit sich machen lassen. Ganz kurz, Orinta, du bist einen Schritt zurückgegangen. Also so, ja, so einem halben Jahr. Ja. Dass so nie jemand schuld ist, also dass Frauen niemals schuld sind oder allgemein, das ist für mich so. Jeder Mensch trägt einen Teil dazu bei, für mich, egal welches Geschlecht. Ich finde, das findet dann aber alles in einem sehr privilegierten Rahmen statt. Also ich arbeite mit Armutsprostituierten, die machen den Großteil in der Prostitution aus, die überwiegende Mehrheit. Wenn du Schuld streichen willst, dann nimm Verantwortung. Aber in dem Fall, und das findet fast zu 100% statt, missbraucht der Freier die Frauen und missbraucht ihre Verletzlichkeit und ihre wirtschaftlich-soziale Lage. Missbraucht es, dass sie kein Deutsch sprechen können, ihre Rechte nicht kennen, sich nicht wehren können. Also ich finde schon, da muss man beim Mann, beim Freier ansetzen, ganz klar. Also für diese 100% gibt es ja keine statistische Grundlage. Ich gehe einen halben Schritt davor, weil also mit den Männern, dass Männer das Denken verändern müssen, beziehungsweise dass Männer Frauen benutzen, das stimmt, das machen manche, viele sogar. Ich merke das ja auch, wenn ich so mit Männern Sex habe, dass viele keinen Respekt haben. Und das, was wir eigentlich tun sollten, ist, Menschen zu zeigen oder auch Männer, dass man Respekt vor dem Mensch haben soll, egal ob Frau oder Mann. Aber Respekt ist in der Prostitution meiner Meinung nach gar nicht möglich. Weil im Vergleich zu privaten Begegnungen, die man hat, Respekt ist ja kein Zufall, dass es in der Regel Männer sind, die Geld hinlegen, damit die Frau zustimmt und etwas zu sexuellen Handlungen zustimmt. Und das ist kein Zufall. Okay. Ich habe diesen Beruf gemacht und ich habe gelernt. Ich habe gemerkt, okay, warum sind Menschen vielleicht respektlos? Was kann ich dafür machen, das zu verändern? Also habe ich mich selber verändert. Ich habe anders mit den Gästen geredet, ich habe meine Regel festgelegt, ich habe sie als Mensch gesehen, ich habe ihnen in die Augen geschaut, gesagt, wer ich bin, von mir erzählt, von meiner Persönlichkeit, wer ich bin. Und die Menschen haben mich als Mensch respektiert und gesehen. Und so konnte ich auch das Denken von meinen Kunden verändern. Hm. Und auch der Umgang mit meinen anderen Kollegen, wo ich in einem Laden gearbeitet habe. Da würde ich gerne drauf reagieren. Ja. Also ich finde zum Beispiel Freierforen. Also alle Menschen, die sich mal interessieren, wie Freier wirklich denken, sollten sich mal ein Freierforum anschauen. Es gibt im Internet massig Foren, wo sich Freier darüber austauschen, was sie mit den Frauen gemacht haben und wie sie sie bewerten. Und allein wenn man sich sowas mal anschaut, sieht man, wie herablassend und wie abwertend Freier über diese Frauen denken. Und die denken nicht, oh, die war jetzt aber irgendwie nett und total respektvoll und so, na klar, und wir haben voll den Konsens gefunden. Sondern die schreiben dann, ja, die Brüste, na ja, sie waren schon ein bisschen verbraucht und so, ja, und sie hat jetzt nicht so gut mitgemacht und so. Aber und sie hat öfters Nein gesagt und, hat rumgezickt und so. Die Kommentare sind widerlich, menschenunwürdig und respektlos. Ja, ich habe das selber miterlebt, ich habe solche Kommentare über mich gelesen, ich war verletzt, ich habe geweint. Aber was sind das für Menschen, die sowas schreiben? Ja, das sind Menschen, die sexualisiert sind, die nur denken, geil, Titten, keinen Respekt vor Menschen haben. Da kommen wir wieder zum Respekt, dass wir Respekt lernen sollten in unserer Kultur und den Menschen als Mensch sehen. Auch das fängt schon an in anderen Berufen, ja, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, auch wenn wir verschiedene Meinungen vertreten. Und so ist es auch bei Frau und Mann.
Wenn aber Männer sich immer über Frauen stellen und sagen, oh, die ist ja nichts wert, weil damit ich meinen Macker hier stellen kann, dann wird sich da auch nichts verändern. Ja, aber gerade durch Prostitution wird sich ja nichts verändern, weil Prostitution fördert ja dieses Modell, dass Männer denken, ja, Frauen sind sexuell verfügbar. Und da muss man natürlich ansetzen als Gesellschaft. Und durch unsere Gesetze, die wir zu Prostitution haben, haben wir natürlich eine klare Haltung als Gesellschaft sozusagen zu Prostitution. Und momentan sagen wir da, naja, es ist eine Arbeit wie jede andere und ja gut, und das meiste findet schon irgendwie freiwillig statt. Und ja, dann gibt es vielleicht noch ein bisschen Zwangsprostitution und da versuchen wir vielleicht mal ein bisschen was gegen zu machen. Aber sonst läuft das schon alles gut und so. Was ist das für eine Gesellschaft? Also wir wollen doch eine Gesellschaft haben, wo Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Und dann kann man aber doch Frauen nicht die Wahl nehmen, welchen Job sie machen wollen. Also dieses ewige Gerede davon, dass 95% aller Prostituierten das aus Zwang tun. Ja, wir leben im kapitalistischen System. Also keiner von diesem Kamerateam würde heute hier sein, wenn es nicht wäre, um die Miete zu bezahlen und Essen auf den Tisch zu bringen. Aber es ist ein Unterschied, ob man hier filmt oder ob man sich penetrieren lässt. Aber immer dieses Argument der Armutsprostitution. Also kann ich dir nicht. Also jeder Mensch arbeitet, weil er irgendwie Miete zahlen muss. Ich finde das total. Ich möchte auch was dazu sagen, diese Freierforen, ich glaube, dass da halt sehr viel Abwertung stattfindet. Allerdings hat das was mit Männlichkeit zu tun, mit den Männlichkeitsbildern, die in unserer Gesellschaft herrschen und reproduziert werden ständig. Ich bin keine Sexarbeiterin, ich bin eine rassismuskritische und feministische Autorin. Guckt euch doch bitte meine Drunter-Kommentare an in den sozialen Netzwerken. Ich werde sexistisch und rassistisch beleidigt. Ständig. Was macht das mit mir? Was macht das mit mir? Das ist halt natürlich Gewalt, selbstverständlich. Mhm. Allerdings findet das statt, während ich auch keine Sexarbeiterin bin. Also muss das was damit zu tun haben, was wir als Gesellschaft von Männlichkeit verstehen, weil das überwiegend Männer sind, die mich auf diese Art und Weise angreifen. Ich muss auch was dazu sagen. Du hast die ganze Zeit gesagt, es ist halt ein Beruf wie jeder andere. In Deutschland herrscht diese Perspektive gar nicht. Sexarbeiterinnen müssen sich bei der Behörde registrieren. Ich muss das nicht als Autorin. Das nennt man so, also dieser sogenannte Hurenpass beispielsweise, was halt ein Stigma ist, selbstverständlich in eine Behörde hineinzulaufen und zu sagen, ich bin Sexarbeiterin, während man weiß, inwiefern dieser Beruf stigmatisiert und verdämonisiert wird in dieser Gesellschaft. Das ist halt selbstverständlich eine Situation, in der sie zwangsgeoutet werden, unabhängig davon, ob sie dazu bereit sind, das zu machen oder nicht. Also ich denke nicht, dass in dieser Gesellschaft diese Perspektive, diese Blickweise herrscht, dass Sexarbeit halt ein Beruf sei wie jeder andere. Ich würde gerne in einer Gesellschaft leben, in der die Freier stigmatisiert werden. Ja, du bist auch gerade einen Schritt zurückgegangen. Deswegen wollte ich dich gerne fragen, ob du denkst, dass wir in Deutschland zu liberal mit Prostitution umgehen. Naja, es gab ja Ziele, als wir die Prostitution in Deutschland liberalisiert haben. Das Ziel war, die Frauen sollen ihr Entgelt einklagen können, sie sollen nicht stigmatisiert werden, sie sollen unabhängig sein von Zuhältern, sie sollen sich krankenversichern können. Und das Ergebnis 20 Jahre später ist, die Frauen sind immer noch stigmatisiert, warum auch immer. Ich führe auch keinen Kampf gegen prostituierte Frauen. Ich führe einen Kampf gegen das System Prostitution. Sie sind im allergeringsten Teil nicht krankenversichert. Sie sind immer noch abhängig von Zuhältern. Ich habe in Stuttgart den Paradise-Prozess verfolgt. Das Saubermann-Bordell Deutschlands. Auch da haben die Rockerbanden geherrscht. Und insofern ist es auch die Frage der Zusammensetzung hier. Wer hier natürlich fehlt, das sind schon die Bordellbetreiber, die Immobilienbesitzer. Und was fehlt, sind die, jetzt sage ich mal, 90% Frauen in der Prostitution, die aus dem Ausland kommen. Und die sind eben nicht in der Lage, mit einem Freier auf Augenhöhe etwas auszuhandeln oder Nein zu sagen. Wenn die nicht machen, was von ihnen verlangt wird, das haben wir auch im Paradise-Prozess gelernt, dann wird mit den Frauen in den Wald gegangen und dann werden die Windel weichgeprügelt. Und es hat nichts mit Selbstbestimmung zu tun. Und ich würde gerne mal Politik machen in Deutschland, nicht für die wenigen selbstbestimmten Frauen in der Prostitution, sondern für die Mehrzahl der Frauen, die es zwangsweise und nicht freiwillig macht. Ich bin ja Migrantin, hier kommuniziere ich auf meiner zweiten Sprache. Ich spreche Deutsch seit 2009 und ich kann bestätigen, dass Sprachbarriere natürlich ein sehr großes Problem ist, vor allem wenn es um Grenzensetzung geht. Aber meinst du, dass man dieses Problem mit dem nordischen Modell lösen kann? Ja. Inwiefern?
Also ich glaube einfach, dass das nordische Modell den Frauen die Hand reicht und sagt, willst du, also A, haben die in Schweden im Verhältnis zu Deutschland deutlich weniger Frauen in der Prostitution. In allen Ländern, die das nordische Modell haben, haben sie im Verhältnis zur Einwohnerzahl deutlich weniger. Dazu gibt es Studien. So, es sind weniger. Das heißt, es ist schon gar nicht interessant, die Frauen in Länder zu verbringen, die das nordische Modell haben. Deutschland ist Zielland des weltweiten und europäischen Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Auch dazu gibt es Zahlen von Europol, die Europäische Kommission stellt es fest. Deutschland ist das Mekka für Menschenhändler. Und damit habe ich ein Problem. Alle großen Menschenrechtsorganisationen von Amnesty International bis World Health Organization, da gibt es eine riesengroße Liste, die sagen alle, dass das nordische Modell in den Ländern, in denen es eingeführt wurde, nicht zu weniger Prostitution geführt hat und auch nicht zu weniger Menschenhandel, sondern ausschließlich bewirkt hat, dass die Sexworkerinnen, die existieren, in einem unsichereren Kontext agieren. Also es gibt keine Belege dafür, dass das nordische Modell tatsächlich zu weniger Prostitution führt. Tatsächlich sind die Zahlen gleich geblieben. Nein. Wenn man Zwangsprostitution aus der Welt schaffen will, dann muss man Armut beseitigen. Das geht von heute auf morgen aber nicht. Absolut. Da steckt so viel mehr dahinter. Unter anderem, ja. Das wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen, die ich jetzt an dich gehabt hätte. Verschieben wir nicht durch diese Diskussion über das Sexkaufverbot, über das nordische Modell ein bisschen die Probleme, die wir eigentlich haben? Viele Menschen, die in Zwangsprostitution landen, landen dort durch Diskriminierung, landen dort durch Armut. Sind das nicht eigentlich die Probleme, die wir bekämpfen sollten? Weil das sind ja auch die Probleme, die dir besonders am Herzen liegen, die du gerade aufgezählt hast. Naja, aber weil niemand, das Sexkaufverbot kann ja nichts gegen Armut oder niemand, gegen Diskriminierung machen. Was wir machen müssen, ist natürlich auch in den Ländern, aus denen die Frauen zu uns kommen, da haben wir auch zu unterstützen und zu helfen. Also nicht jetzt irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern es würde schon genügen, oft in Afrika, wenn wir die Länder nicht ausbeuten würden. Aber es ist wirklich ein Unterschied, dass wir dann sagen, naja, dann sollen die doch froh sein, so klingt es ja raus, dass die hier als in der Prostitution arbeiten dürfen. Das hat keiner und das gesagt ist absolut, bisher heute. Das ist absolut, also ich denke, das Grundgesetz Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, gilt für alle Menschen, gilt für alle Frauen und gilt auch für die Frauen in der Prostitution. Und da steht ja nicht, die Würde des Menschen ist unantastbar, es sei denn, man zahlt dafür. Also das hat auch keiner gesagt, aber eben genau, wenn die Würde des Menschen unantastbar ist, sollte man sich vielleicht eher die Frage stellen, warum Menschen überhaupt in der Zwangsprostitution landen. Aber da muss man sich ja auch mal deutlich machen, ich meine, warum gibt es Prostitution? Prostitution gibt es ja nicht, weil es Frauen gibt, die in Armut sind, sondern es gibt Prostitution, weil es Männer gibt, die bereit sind, Geld zu zahlen, um sexuelle Handlungen mit Frauen durchzuführen. Ohne die Freier würde es keine Prostitution geben. Es würde ohne Freier keinen Menschenhandel geben. Es würde ohne Freier keine Bordelle geben. Also ich finde das auch ein bisschen schade, dass bei diesem Thema immer die Frauen diejenigen sind, die sich dann rechtfertigen müssen, warum sie jetzt in der Prostitution waren oder warum sie in der Prostitution sind und ja, und warum sie nicht ausgestiegen sind oder wie auch immer, ob sie es jetzt freiwillig machen oder nicht freiwillig machen. Mhm. Für mich ist das total unerheblich. Ich finde, wir müssen wegkommen von dem, Frauen diskutieren miteinander und die einen sagen dann ja das eine und die anderen sagen das andere. Und die Männer sind doch noch diejenigen, die freuen sich noch drüber, wenn wir Frauen uns hier irgendwie uneinig sind. Und die Freier, die lachen sich doch alle ein, dass wir noch ihr Recht verteidigen, dass Männer per Geld sexuellen Zugang zu Frauen kaufen können. Also das ist doch Patriarchat erster Klasse. Wir sprechen hier gar nicht über die dunklen Seiten von diesem Modell. Die Tatsache, dass diese Sexarbeit trotzdem weiterhin stattfindet, dass man das mit Verboten nicht verhindern kann, sondern einfach, dass es in dunkle Ecken verlagert wird, wo mehr Rechtsverletzungen, mehr Gewalt stattfindet, mehr Polizeiwillkür, mehr Polizeigewalt, weniger Zugang auf medizinische Versorgung. Sie sind unversichert, sie erleben Gewalt und sie wissen nicht, weil die Beratungsangebote auch ausfallen, weil Beratungsangebote beispielsweise in Sachen gesundheitliche Aufklärung unter Prostitutionsbefürwortung auch verurteilt werden kann, dass sie auch gar keinen Zugang zu Informationen haben. Und wir wissen auch aus Studien tatsächlich, dass auch mehr Sex ohne Kondom stattfindet in dem nordischen Modell, dass Frauen mehr, sexuell übertragbaren Krankheiten ausgesetzt werden. Ich finde es unerträglich, dass diese ganzen negativen Seiten, die wissenschaftlich bewiesen sind übrigens, das ist keine Meinung, das ist Fakt, diese einfach verschwiegen werden und das ist ein äußerst komplexes Thema und wir versuchen
versuchen hier irgendwie so eine ultra einfache Lösung als Allheilmittel zu präsentieren und sagen, wir verbieten das jetzt und was nicht sein darf, kann auch nicht sein. Das ist es aber nicht. Prostitution findet weiterhin statt. Menschenhandel ist sowieso schon verboten. Und Menschen, die mit Menschen handeln, die sind auch heute schon Kriminelle. Was interessiert Sie das, wenn der Freier sich auch kriminalisiert dadurch? Das geht, weil der Markt wegbricht. Na klar. Durch die fehlende Nachfrage bricht der Markt weg. Nein, eben nicht. Dunkel. Der Markt wird nur unsichtbar. Nein, der Welt ist Frau unerreichbar. Wenn der Freier die Frau findet, findet der Polizist die Frau auch. Wohl wahr. Und in Schweden gibt es, und es ist explizit Teil dieses Modells, intensive Beratungen, und zwar Ausstiegsberatungen. Und es wird Geld vom Staat in die Hand genommen. Und in Schweden haben sie im Verhältnis deutlich weniger Prostitution. Das stimmt, die Prostitution in Schweden ist nicht abgeschafft. So wie auch bei uns Diebstahl nicht abgeschafft ist oder Mord ist nicht abgeschafft. Es ist aber verboten und wenn du erwischt wirst, wirst du bestraft. Die haben eine andere Haltung zum Thema und diese Haltung würde ich mir bei uns auch wünschen. Wir sollten daran arbeiten, dass Frauen, die kein Deutsch sprechen können, dass sie erstmal Deutsch lernen und nicht direkt Prostituierte werden. Dass es eine Regelung gibt, dass du der deutschen Sprache mächtig sein musst, um sexuelle Dienstleistungen überhaupt auszuüben. Und es muss klare Regelungen für sexuelle Dienstleistungen geben. Auch Fortbildungen, dass man etwas lernt, was sind meine Rechte, damit man auch sich verteidigen kann und auch für sich einstehen kann. Wenn man aber natürlich kein Deutsch kann, ja, nicht für sich einstehen kann und einfach das Unwissen hat und nichts darüber weiß, dann das muss geregelt werden. Ich selber war auch unwissend. Es gab keine Hilfestellung. Ich wollte diesen Beruf machen, aber ich konnte nirgends hingehen. Ja? Mhm. Wenn wir da aber anpacken und da schauen, die Probleme zu lösen, dann kann das vorangehen und das Denken auch verändert werden. Dann, Susi, möchte ich dich gerne fragen. Du bist Hobbydominar und du hast auch viele FreundInnen, die auch selbst Sexarbeitende sind. Was sagst du denn? Brauchen wir ein Sexkaufverbot, um das Bild der Frau in unserer Gesellschaft zu verändern? Nein, ich glaube, dass da bei der völlig falschen Sache angesetzt wird. Also um Sexismus zu beseitigen, braucht es bestimmt ganz viele andere Dinge. Aber das auf dem Rücken der Prostituierten auszutragen, die oft ja schon die ärmsten Frauen der armen Frauen sind, denen auch noch die Arbeit wegzunehmen, halte ich für absolut falsch und sehr antifeministisch auch. Du lebst ja auch dieses ganze Hobby-Domina-Ding und auf OnlyFans hast du einen Account, mit dem du auch Geld verdienst. Ich habe auch Freundinnen, die Prostituierte sind. Freundinnen, ja. Das, aber vor allem das, was dich quasi selbst betrifft, das zeigst du ja auch auf Instagram und du gibst ja zu Interviews und du nimmst Leute mit bei deinen Shootings für OnlyFans. Was ist denn an deiner Offenheit mit dem Thema Sexualität zum Beispiel und auch mit deinem eigenen Körper, was ist daran wichtig für dich auch als Empowerment und auch aus der feministischen Perspektive? Also ich finde es super empowernd, deswegen stört mich auch diese Tonalität, die ganze Zeit, dass es was Schlimmes ist, eine Prostituierte zu sein oder was Schlimmes ist, eine Sexworkerin zu sein, dass es etwas Schamhaftes ist, wenn ein Mann Sex kauft, weil wenn also ein Mensch wie ich erstmal wirklich da reinsteppt, ist Sexualität und seine eigene Körperlichkeit und all diese Dinge etwas unfassbar Empowerndes und ich möchte mir nicht von irgendeiner Frau, die irgend so ein Captain Save-A-Hoe-Syndrom hat, irgendwie mir vorschreiben lassen, dass ich ja nur ein armes, gebrochenes Mädchen bin, dass es ja irgendwie nicht besser weiß und man muss mir ja ganz, ganz dringend helfen, weil das kann ja unmöglich freiwillig sein, was ich tue, dass es Gewalt ist, wenn ich es gegen Geld tue, also ich finde das unfassbar bevormundend und auch insofern antifeministisch, als dass die Frau schon wieder in die Opferrolle gedrängt wird. Ja? Wir sind ja alle total unmündig und wissen nicht, was wir tun mit unserem Körper. Was denkt ihr dazu? Geht ihr einen Schritt auf Susi zu? Nee, ich würde gerne was dazu sagen. Also erstmal, du hast gesagt, man würde den Ärmsten der Armen ihre Arbeit wegnehmen. Das ist Quatsch. Man gibt den Ärmsten der Armen die Möglichkeit, eine Ausstiegshilfe zu bekommen. Aber Ausstiegshilfen, du kannst doch für Ausstiegshilfen sein und die können ja auch mit Steuergeldern gefördert werden, ja, aber die ohne den Sexkauf nicht. Zu verbieten. Die gibt es also dafür braucht das man eine, das schließt doch das andere nicht aus. Diese Logik, die verstehe ich. Ich finde trotzdem dein Recht, deinen Job so zu machen, wie du ihn machst, mit Spaß und allem. Das ist so, dieses Recht, das du dir nimmst, rechtfertigt nicht das Leid der vielen, vielen anderen. Ich finde das so ein perverses Argument. Jetzt sind die Nutten es selbst schuld, wenn es anderen Nutten schlecht geht. Nein, das überhaupt so nicht. Ein perverses überhaupt Argument. Nicht. Aber ihr kämpft in eurer kleinen Bubble, in eurer privilegierten Bubble für mehr Rechte.
more power to you, aber was ist mit der überwiegenden Mehrheit, denen es schlecht geht? Wo ist die Solidarität zu den Frauen? Aber was da nicht adressiert wird, sind zum Beispiel die Ungleichheiten Kannst in Europa. Kannst du mir die Frage beantworten, anstatt einfach was anderes zu sagen? Wo ist die Solidarität zu den anderen Frauen? Ich bin solidarisch. Wo fehlt denn die Solidarität? Inwiefern? Ich verstehe das gerade nicht. Ich verstehe die Frage auch nicht. Woher schließt du denn, dass die Solidarität fehlt, wenn sie sich für sich selbst einsetzt? Ja, für den privilegierten Teil, der das freiwillig und gerne tut. Ich habe auch Freundinnen, die sind Sexworkerinnen, die sind nicht so privilegiert wie ich. Und die sagen auch alle, das schwedische Modell ist scheiße. Und ich verstehe auch nicht, warum wir nicht nach einem Land wie Neuseeland gucken. Wir wissen ja alle, dass Legalisierung und Entkriminalisierung, das ist nicht die gleiche Sache. Und Neuseeland ist das einzige Land, das an seinen Gesetzen gearbeitet hat mit dem New Zealand Prostitutes Collective, die wirklich Sexworkerinnen aus allen verschiedenen Bereichen befragt haben, wie man die Gesetzeslage gestalten kann, sodass diese Frauen ihren Job in einem wesentlich sichereren Umfeld ausführen können. Und alle Zahlen sprechen dafür, dass Neuseeland das einzige Land ist, das den Dreh raus hat. Also, ich möchte gerne noch mal über die Frauen reden, die das selbstbestimmt machen. Deswegen, was glaubst du, warum haben wir denn in unserer Gesellschaft überhaupt so ein großes Problem zu akzeptieren, dass Sexarbeit auch Arbeit sein kann? Also, warum ist diese Debatte so emotional aufgeladen und warum haben wir so ein großes Problem damit? Ich denke, weil wir alle im Patriarchat groß geworden sind, dass sowohl Männer als auch Frauen patriarchalisch sozialisiert wurden. Mhm. Dazu gehört nicht nur, dass Männer Frauen slutshamen, sondern auch Frauen slutshamen. Mhm. Und ich denke, dass egal wie frei wir uns hier selbst sehen in Deutschland und wie sehr wir denken, dass die Frauen hier gleichgestellt sind, dass die Idee von einer selbstbestimmten Hure einfach noch immer absolut empörend ist für den Großteil der Gesellschaft. Und alles, was ich dabei höre, ist eine weitere Tabuisierung der Sexualität der Frau. Also selbst wenn man Sexkäufer kriminalisiert, was am Ende die Aufgabe dessen ist, ist der Gesellschaft zu sagen, ja, Sex zu kaufen ist etwas moralisch Minderwertiges und daran gekoppelt bedeutet ja automatisch, dass eine Frau, die Sex verkauft, auch moralisch minderwertig ist. 20 Jahre lang haben wir dieses System, das wir jetzt hier haben, gefestigt. So, 20 Jahre lang haben wir dieses System gefestigt und ich bin nicht bereit, weiter an der Festigung mitzuarbeiten, nur weil wir immer erzählen, dass es so wahnsinnig viele Frauen gibt, die es gerne uns selbstbestimmt machen. In der Fleischindustrie sagt auch niemand, wir müssen nichts verändern, weil die machen das ja alles selbstbestimmt. Ja, aber es hat niemand ein Fleischkaufverbot gefordert. Doch, aber wir reden trotzdem drüber, dass wir vielleicht zu viel Fleisch konsumieren und deshalb diese Fleischfabriken da gar nicht mehr brauchen. Darüber reden ja, wir aber durchaus. Niemand hat gesagt, es soll einen kompletten Shutdown der Fleischindustrie geben oder des Baugewerbes, weil es da Aber wir ändern da trotzdem was und in der Prostitution will niemand etwas ändern, auch sie nicht. Ich würde dich gerne fragen, bevor wir gleich auch zur Konsensrunde kommen. Ich hätte gerne noch was dazu gesagt. Ich finde, das klingt, also ich kann diesen Gedanken der Selbstermächtigung im Rahmen meiner Möglichkeiten nachvollziehen, aber ich finde, am Ende ist das irgendwie eine Mogelpackung. Wir wissen alle, wir leben in einem Patriarchat, wir haben da Rahmenbedingungen und man justiert sie vielleicht ein bisschen und sagt so, okay, ich werde halt immer zum Objekt gemacht von Männern, also mache ich es selber und verdiene noch Geld damit. Aber das als Feminismus zu verkaufen, wäre Feminismus nicht, dass wir sagen, wir kämpfen gemeinsam dafür, dass wir nicht mehr objektivisiert werden permanent? Da stimmt jemand zu. Warum? Weil ich das genauso sehe. Ein Mensch ist kein Objekt, kein Produkt. Ein Mensch ist ein Mensch und das müssen wir verändern. Das kann man aber auch verändern mit sexueller Dienstleistung. Weil da weiß man, dass ein Mensch ist. Denn der atmet und man ist dem Menschen nah. Jetzt mal abgesehen, also sagen wir mal, wir sprechen nicht über das nordische Modell als Lösung, weil wir können hier ja auch ein bisschen rumspinnen. Trotzdem würde mich interessieren, wenn das nicht die Art wäre, wie wir es umsetzen würden, erkennst du trotzdem an, dass wir uns um Zwangsprostitution als Problem kümmern müssen? Erstmal grundsätzlich? Wir müssen uns unbedingt mit der Zwangssituation auseinandersetzen. Und wir müssen unbedingt Maßnahmen entwickeln, so dass es nicht stattfindet. Und wenn es stattfindet, dass wir das auch weiterhin eben aufdecken können. Bei dem Punkt würde ich gerne bleiben. Stimmt ihr dazu? Weil das ist eine Sache, in der seid ihr euch alle eigentlich einig. Ich bin doch gerade vorgegangen. Ja, du schon. Und ihr beide? Es geht ja erstmal grundsätzlich darum, dass ihr alle das als Problem anerkennt. Ja, natürlich.
dann kannst du gerne einen Schritt auf dich zugehen. Natürlich, aber ich frage mich, was ist die Lösung dafür? Über Lösungen können wir jetzt sprechen. Ich habe 3 Lösungen für euch dabei. Ich bin nicht ganz sicher, ob ihr euch einigen werdet, aber ich versuche es einfach mal. Wir kommen zur Konsensrunde. 11. Frage von 13 Fragen. Sind wir uns einig, dass wir mit staatlich finanzierten Ausstiegsprogrammen für Menschen mit und ohne deutschen Pass gegen Zwangs- und Armutsprostitution vorgehen müssen? 12. Frage von 13 Fragen. Kunden und Kundinnen von Sexarbeitenden müssen eine Bescheinigung mit sich tragen, die sowohl eine regelmäßige Gesundheitskontrolle als auch den Besuch von Informations- und Aufklärungsgesprächen dokumentiert. Es gibt so eine Art freier Führerschein oder so, um quasi sicher zu gehen, dass man zumindest in einem kleinen Bereich die Freier kontrollieren kann. Du bist einen kleinen Schritt nach vorne gegangen. Ihr beide seid nach hinten gegangen. Warum? Das würde mich interessieren. Ich glaube, Männer werden eher auf den Straßenstrich gehen und irgendwohin wieder in die Dunkelheit gehen, wo sie niemandem Rechenschaft schuldig sind, wo sie keinen Namen abgeben müssen und wo sie auch ultimativ am Ende, sollten sie der Prostituierten gegenüber gewalttätig sein, nicht auffindbar sind von der Polizei. Mhm. Also wie will man bei der Polizei ein Phantom anzeigen? Das ist ja auch eine Outing-Situation tatsächlich. Ja, ne? Ja, also, wer will schon als Freier passiert dann mit den Daten? Dann komme ich zur 13. Frage von 13 Fragen. Sind wir uns einig, dass Sexarbeitende verpflichtend an der Ausarbeitung neuer Gesetze zur Prostitution eingebunden werden müssen? Okay, krass. Ich habe noch nie bei einer 13-Fragen-Folge nur eine Person hier ins Kompromissfeld holen können. Das ist grundsätzlich natürlich schade, zeigt aber auch, dass wir noch viel, 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 viel mehr über dieses Thema sprechen müssen. Danke euch für diese hitzige Diskussion und für eure Zeit. Ich fand die Diskussion sehr spannend. Aber auch ein bisschen zu erwarten, muss ich leider sagen. Also ist es leider so, dass es so 2 verschiedene Positionen bei dem Thema gibt und wir uns nicht wirklich sozusagen einig werden und auch gar nicht meiner Meinung nach einig werden können, weil entweder sieht man Prostitution nur mal als Gewalt, so wie ich es tue, oder halt nicht. Naja, mir ist es wichtig, nochmal klar zu machen, es geht mir an keiner Stelle um Moral, es geht mir um Menschenrechte. Und ich habe eben das tiefe Gefühl, dass die Menschenrechte der Frauen sehr verletzt werden. Die Frauen werden verletzt an Leib und Seele und ganz, ganz viele Frauen haben viele Schäden, die tragen diesen Rucksack ihr Leben lang mit. Das finde ich schwierig. Ja, ich denke, da sind sich beide Seiten von Anfang an drüber einig gewesen, dass natürlich Zwangsprostitution und Menschenhandel natürlich etwas Schlimmes sind. Auf dieser Grundlage gibt es schon Gesetze und nur weil man für die Entkriminalisierung von Sexwork ist, heißt es nicht, dass man Gesetze gegen Menschenhandel und Vergewaltigung und all diese Dinge abschaffen möchte. Natürlich sollen die weiter existieren und wenn überhaupt, dann von der Politik noch stärker durchgesetzt werden. Wir müssen Menschen mit mehr Rechten ausstatten. Das heißt, wir müssen natürlich auch auf der rechtlichen Ebene bestimmte Räume, bestimmte Handlungsräume ermöglichen, anstatt Rechtsverletzungen mit Verboten unsichtbar zu machen und Frauen Gewalt und Willkür auszuliefern. Ich habe das Gefühl, da werden so 2 Fronten einfach aufgestellt, die es aber vielleicht auch nur in den Köpfen geht, weil am Ende wollen wir alle dasselbe. Wir wollen, dass es Frauen besser geht. Wir wollen patriarchale Machtstrukturen durchbrechen. So. Abolitisten haben halt einen Lösungsansatz, aber auf der anderen Seite sehe ich nicht so richtig einen Lösungsansatz, wie man eine Gesellschaft langfristig verändern möchte. Ich wünsche mir für dieses Thema in der Zukunft von beiden Parteien eine Begegnung auf Augenhöhe, dass man wirklich über dieses Thema sprechen kann und eine für alle Parteien eine Lösung finden kann und ganz klar auch sich mit Sexworkerinnen oder Frauen, die wirklich in dieser Situation drin sind, dass man die beiseite nimmt und zusammen mit denen einen Weg findet. Ich fand, das war heute eine sehr spannende 13-Fragen-Folge. Falls euch die Folge grundsätzlich gefallen hat, dann empfehle ich euch sehr, diesen Kanal hier zu abonnieren. Und hier oben könnt ihr ein weiteres Video von 13 Fragen angucken. Hier unten findet ihr ein weiteres Video zum Thema.